Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Sirius und heute gibt's Gameplay zu sehen vom neuesten Need for Speed The Run. Der mittlerweile 18. Teil der Need for Speed Serie wird diesmal von der Frostbite 2 Engine befeuert und angetrieben, die ja auch in Battlefield 3 einen guten Einsatz leistet. Need for Speed The Run wurde dann erstmals seit längerer Zeit wieder von Blackbox entwickelt und das ließ ja von Beginn an, nicht gerade für Jubel sorgen. Blackbox hat die ein oder andere Need for Speed Teile durchaus mal verbockt und nicht für den allerbesten Ruf der Serie gesorgt. Mit The Run will man hier alles wieder ändern und setzt so ein bisschen auf diese ursprüngliche Thematik, illegale Rennen fahren und so geht es. Diesmal darum, dass ihr quer durch Amerika ein 25 Millionen Dollar Rennen fahrt. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Gameplay, das auf der Xbox 360 aufgenommen wurde. Achtung! Need for Speed bietet hier die erste Überraschung. Unser zu spielender Charakter Jack Rook scheint hier nicht nur Freunde zu haben, sonst wäre er wahrscheinlich nicht hier in dieser Autopresse gelandet. Ja, erste Überraschung für mich war hier, Quicktime-Elemente, also mal X pushen, mal B pushen, gleich kommt noch LT und RT hämmern. Und das müsst ihr ganz einfach machen, damit dieses Szenario hier weitergeht. Ich hatte zunächst gedacht, man würde dann vielleicht auch den Charakter steuern. Das macht man nicht. Diese Sequenz bleibt hier eigentlich so eine Ausnahme, um das Spiel einzuleiten. Was zum Henker? Er ist aus dem Wagen! Auf ihn! Beeilung! Los! Los! So, da sind wir angekommen im ersten echten Gameplay- und Racing-Part. Man muss natürlich wieder ganz klar sagen, dass Need for Speed The Run auf reine Arcade-Action setzt und sich nicht mit diesen anderen Teilen, die wir bisher auch schon mal zu sehen bekamen, wie Shift 1 und Shift 2 irgendwie messen will oder messen kann, während Shift komplett auf Motorsport setzt, ist hier The Run einfach wieder so ein Action-Arcade-Spaß und ja, lassen wir uns mal überraschen, was da so in diesen nächsten Runden auf uns zukommt.
Wir werden nach diesem einleitenden Rennen noch drei unterschiedliche Racing-Abschnitte sehen, sag ich jetzt mal so. Und die beiden letzten Abschnitte habe ich jeweils so um 3-4 Minuten gekürzt, damit das Video ganz einfach nicht irgendwie 30 Minuten lang ist. Das bleibt vom Gameplay natürlich erstmal grobe Raserei, hinterher kommen einfach so Zeitgeschwindigkeiten hinzu. Da gibt es halt so Aufgaben wie eine bestimmte Anzahl an Gegner zu überholen oder bestimmte Checkpoints in so einer gewissen Zeit zu erreichen. Jetzt geht's aber erstmal weiter mit Raserei. Das heißt, du hättest dir was eingebrockt, Jack. Nichts tun hat noch keinen weitergebracht, oder Sam? Zumindest keinen aus unserem Block. Aber ich kann dir helfen, die Sache zu regeln. Was tue ich? Was du am besten kannst. Besser als jeder andere. Ja oder nein? Du kanntest meine Antwort schon, bevor ich hier reinkam. Das Rennen geht von San Francisco nach New York. Nur die besten Fahrer. Gewinnst du? Löse ich dein Problem und gebe dir 10% ab. Mama. 10%? Es geht um 25 Millionen. Rechne es aus. Nach dir. Hiermit bleiben wir in Kontakt. Jetzt brauchst du erstmal ein Auto. Autos? Kein Problem. So, damit hätten wir dann auch schon die Rahmenhandlung von Need for Speed The Run abgeklärt. Ich lasse solche Abschnitte absichtlich unkommentiert, ganz einfach, damit ihr der Story des Spiels gut folgen könnt. So, und jetzt werfen wir mal den Blick in unsere Garage und welche Fahrzeuge wir hier von Anfang an zur Verfügung haben. Bisschen ungewöhnlich, dass das Bild hier so leicht zerreißt, wenn es hin und her schwenkt. Das hat man aber bei den Rennsituationen selber erfreulich wenig, muss ich sagen. So, der Need for Speed Porsche hier, Limited Edition, ist leider noch gesperrt. Erkennt ihr oben an dem Lokzeichen. Und dann haben wir hier noch den Ford zur Auswahl. Dann haben wir noch einen Nissan und ich weiß jetzt nicht, ob es euch wundert, ich habe den M3 ausgesucht, ja. Habe ich direkt gedacht, wo das Teil deiner Garage stand, das nehme ich auf jeden Fall mal mit. Jack? Bist du bereit? Wir laden und entsichert. Über 200 andere Fahrer und mehr als 3000 Meilen Asphalt trennen uns von New York. Das hört sich gut an. Wir sind dabei. Schnell nach Nopil oder du verpasst den Start.
So, und los geht unsere Reise quer durch Amerika. Also ich finde so diese Einleitungssequenzen mit diesen kleinen Videos und so, finde ich nett gemacht. Das trägt einfach die Story immer weiter. Was mir sofort aufgefallen ist, anscheinend ist das so ein typisches Feature der Frostbite 2 Engine. Es gibt extreme Sonneneinblendungen und Sonnenstrahlen und solche Geschichten. Das kennen wir vielleicht auch schon von Battlefield 3, wo man relativ häufig geblendet wird. Das haben wir hier auch. Wir werden hier viele Lichteffekte sehen. Die kommen hier, ja, da hatten wir schon so einen. Die kommen hier in der Stadt ein bisschen weniger zum Tragen, als wenn es halt später durch so weitere Wüstenlandschaften geht. So, auf den ersten Look finde ich das Ganze eigentlich recht ansprechend. Das ist jetzt vielleicht kein absoluter Blockbuster-Titel oder kann sich auch nicht mit so Titeln wie, ja, Gran Turismo oder Forza 4 jetzt vielleicht so aktuell messen, aber schlecht sieht es auf gar keinen Fall aus. Und was man, glaube ich, hier wirklich wunderbar sehen kann, ist, wie flüssig das Ganze wirklich läuft. Es gibt kein Tearing, es gibt kein Ruckeln und so. Das ist einfach, würde ich sagen, fürs Auge eine ganz schöne Sache. Fahrzeugmodelle sind hier nicht ganz so detailliert. Es gibt auch keine, ja, Lenkradansicht. Ihr könnt zwar hier auf so einen Motorhaubenmodus. Kleinwagen stand mir im Weg. Habt ihr das gesehen? Bremst hier direkt wieder meine Zeit ab, so ein Scheiß. Naja, wie gesagt, es gibt leider keinen Lenkradmodus. Das ist so das, was ich immer bei Racing-Spielen so favorisiere. Generell bin ich, kann ich jetzt schon mal sagen, nicht so der Racing-Pro. Ja, also wenn ihr hier schneller seid als ich, dann sag ich jetzt mal einfach so, sei es drum. Es geht mir hauptsächlich darum, euch heute einmal das Spiel zu präsentieren. Wenn ihr das nicht haben solltet, könnt ihr euch vielleicht einen kleinen Eindruck davon verschaffen, ob das Spiel was für euch sein könnte und ob ihr einfach Spaß am neuen Need for Speed The Run verspürt. Den ersten Abschnitt haben wir jetzt quasi geschafft. No luck, no skill in Racing Games beweise ich jetzt schon mal. Kurz abgedrängt, mal kurz über den Bürgersteig gefahren. Ihr konntet aber sehen, ihr könnt so ziemlich alles umholzen, was man so umholzen kann in der Stadt. Ihr könnt aber auch einen kompletten Crash machen, ja. Also wenn ihr die Karre wirklich vor die Wand setzen solltet, dann gibt es so Respawn, so Rücksetzpunkte, je nachdem, wie ihr euren Schwierigkeitsgrad eingestellt habt, gibt es davon einfach mehr oder weniger. Hier nochmal ganz schön so diese Sonneneffekte, aber mir gefällt das generell ganz gut. Das schränkt so ein bisschen die Sicht ein, aber eigentlich kennt man das auch vom Autofahren und deshalb, finde ich, geht das auch durchaus okay. Die ersten Strecken hier, die so ein bisschen innerstädtisch sind, finde ich, können noch nicht ganz so mithalten mit den Strecken, die man im Verlauf des Spiels sehen wird. Einfach, ja, diese weiten, offenen Landschaften stehen dem Spiel hinterher sogar ein ganz klein bisschen besser, finde ich einfach. So, ich lasse euch jetzt mal eine Minute mit dem Gameplay alleine, dann könnt ihr auch mal ein bisschen was vom Motorenzaun zu hören. Habe ich einen Verdächtigen unter dem Mainbridge gestellt. Charlie 2, könnt ihr uns helfen? Negativ, negativ. Habe ich einen Extremschnellen M3, definitiv ein Street Racer. Geh auf Code 3. Brauche einen Engine 59, der ist frei. Einheiten aus anderen Bezirken kommen dazu, stand by. Achtung, haben wir einen schwarzen M3 außer Kontrolle. Position halten, Position halten! So, nach einem Abschnitt bekommen wir unsere aktuelle Zeit angezeigt. Ich bin jetzt bei 8 Minuten 43 und ich bin, ja, auf der The Run Position 205 und mein Ziel ist jetzt erstmal mindestens 150. zu sein, wenn wir in Las Vegas ankommen. Da gibt es natürlich XPs dafür und dann wird auch nochmal verglichen, wie schnell ihr, ja, so im Gegensatz zu euren Freunden wart. Ja.
Sprich lauter! Das Krieger ist Top 150 oder wir sind raus. Okay, verstanden. So, jetzt haben wir halt einfach die Aufgabe gestellt bekommen, die wir hier in diesem Abschnitt erledigen müssen. Da geht es einfach darum, ihr müsst mindestens 10 Gegner in diesem Rennabschnitt überholen. Das wird natürlich oben links eingeblendet. Und was ich ganz angenehm finde am Spiel ist, dass diese Rundenzeit, die wir gerade noch mit meinen beiden Freunden da verglichen haben, ja, stetig einfach weiterläuft. Ja, also da war ich ja bei 8 Minuten 43 und das geht jetzt so über die gesamte Zeit immer wieder weiter. Jetzt konnten wir gerade sehen, ich habe hier den Schnitt im Gameplay gemacht, bin einfach mal ein bisschen nach vorne gesprungen, damit das Ganze hier nicht zu lang ist. Aktuell habe ich hier schon meine 10 Gegner überholt und rase auch schon dem Ziel entgegen. Mittlerweile bin ich auch mit einem Nitro-Boost, der über den A-Button ausgelöst wird, angekommen. Das ist natürlich sehr praktisch. Hier können wir sehen, ich habe die Karre auch komplett ganz gelassen und bin jetzt hier einfach bei 11 Minuten 10. Bin auf Platz 195 ganz einfach vorgerückt, eben diese 10 Teilnehmer, die wir überholt haben. Und jetzt können wir einfach sehen, neben den XPs wird gleich auch wieder eure Freundesliste angezeigt, wo dann einfach die Gesamtzeit und nicht nur die Zeit dieses einzelnen Levels hier zum Tragen kommt. Ja, und da habe ich mich wirklich gefreut. Ich habe da ein bisschen aufgehört, führe da mit wenigen Zehnteln Sekunden im Moment noch vor Kappa. Das kann sich natürlich einfach schon wieder beim nächsten Rennen wieder ändern. Generell bin ich jetzt so mit meinen Freunden etwa gleich auf. Und so, jetzt kommen wir zum nächsten Racing-Abschnitt. Da geht es halt darum, Kontrollpunkte in einer gewissen Zeit zu erreichen. Das fand ich war relativ einfach zu lösen. Das habe ich hier auch ein ganz klein bisschen für euch wieder zusammengecuttet. Von der Steuerung erwarten euch im ersten Moment keine großen Überraschungen. Das ist wirklich sehr Arcade-like. Also natürlich könnt ihr von der Strecke abkommen und ihr könnt auch mal eine Kurve zu schnell nehmen und so. Generell kann man aber, glaube ich, hier sehen, wie ich hier einfach so durchgleite ohne große Schwierigkeiten und das, obwohl ich eigentlich in Racing-Titel einen absoluten Loop-Status immer genieße. So, hier haben wir gesehen, erster Zeitbonus gab es da und so rast ihr einfach von Abschnitt zu Abschnitt hier ohne große Gegner einfach, da war dann doch gerade mal einer im Weg. Glücklicherweise habe ich den zwar mitgenommen, aber habe halt keinen Vollcrash da gebaut. So, nochmal ganz schönen Himmel hier so zu bewundern und so langsam nähern wir uns dann auch der Zielgeraden. Ja, und endlich auch mal Gamer Score Points freigeschaltet. Nach rund 25 Minuten Spielzeit, würde ich sagen. Und ja, also mein erster Eindruck ist jetzt gar nicht so schlecht, wie ich gedacht hatte, muss ich gestehen. Also, wir haben hier ein Schadensmodell. Wir konnten sehen, ich bin ja vorhin im Video mal in ein Auto reingefahren, konnte aber noch weiterfahren. Motorhaube und so wird dann hier auch, ja, einigermaßen ordentlich zerstört angezeigt. Ist halt wirklich ein reines Arcade-Gameplay. Ich bin mal gespannt, was mich da noch so in den nächsten Tagen erwarten wird. Wenn ihr euch schon eine Meinung zu dem Titel gebildet habt, dann würde mich das interessieren. Lasst mir doch einfach mal einen Kommentar da. An der Stelle sage ich danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video und haut rein.